Okay. Cool. Aus dem Weg, Digga. Digga. Wenn jetzt einfach vorne auf dem Hügel bleibst und der Matsch steht zusammen. Nein! Wow. Jetzt fängt vorne an. Diese Ungeduld immer. Ja, also gerade nach diesem Erlebnis mit diesen Futterfässchen habe ich keine Geduld mehr. Bam! Kurs! Wow! Lol, bitte was? Ich hab's. Oh. Wen habe ich hier? Drei Schalter. Das ist bestimmt wieder irgendein Rätsel. Machen wir einfach mal Nummer 1. Den Kasten erst da hinschieben, dann da hinschieben. Ach komm, Olli, halt. Ich mach mal alle auf. Es sei denn, jetzt geht eins zu, wenn ich das andere aufmache. Geht das dabei zu? Nee. Hätte ich jetzt erwartet, ehrlich gesagt. Hier ist schon wieder eine Tür. Sind hier wieder irgendwelche Viecher? Das sieht aus, als wäre dahinter irgendwas. Siehst du das? Ja. Dahinter ist was. Was zu essen. Aber wie kann ich das schieben? Wahrscheinlich komme ich da. Von außen hin? Nee. Ich finde es voll geil, wie der Überlauf dann zur anderen Farbe ist. Ja. Nee, okay. Aber wie mache ich den weg? Du hast doch eben unten ein paar Rüstungen zerdeddert, oder? Es bleiben immer von den Rüstungen auf jeden Fall über. Ich kann mit einem Helm hochjumpen. Das ist extrem schwierig. Du kannst schließlich während dem Flug den Helm nicht festhalten. Also du könntest versuchen, den Helm zu tragen. Und wenn er dich hochflasht, dass er vielleicht mit durchs Gitter fliegt. Da wärst du aber echt gut. Ein Versuch ist es wert. Wo ist er denn? Ist er schon oben? Jetzt, lol. Lol. Wie ist er so schnell hochgekommen? Naja, der ist von außen nach drin gekommen. Aber das schaffe ich bestimmt nicht. Kann irgendwie Tyrko das wegmachen? Vor allem, es wäre jetzt echt ein Akt, ihn nochmal dann da runter zu beordern. Ja, das stimmt. Vielleicht kann Tyrko es wegmachen. Wie er überlegt, hä? Ja, er guckt es auch schon so an, als könnte er es nicht. Nee, schade. Der ist nur giftig. Ja. Der kann dir den Kopf vielleicht wegmachen. Oh. Ja, das glaube ich aber auch. Reinbeißen. Nee, das ist es mir gerade, den Aufwand. Werden seine Augen feucht? Sah so aus. Er hat aber nur glänzende Augen. Sieht aus wie Tränchen. Oh! Oi, oi, oi. In die Bikini reingesetzt. Merkt er gar nicht. Ja, das ist mir gerade der Aufwand nicht wert. Tut mir leid, er kriegt ja halt mal eins, was. Ein Futterchen nicht. Ja. Diese Beine, sagen er ist ein Schwanz, ach so. Warte mal, war da nicht noch irgendwo eins vor so einem Gitter? Oh, stopp, kannst du vielleicht mit seinem. Nee, der ist ja niemand so lang. Okay, hier kommen wir auf jeden Fall nicht raus. Ja, Junge, der könnte eigentlich schon durchs Gitter, ne? Denke ich mir die ganze Zeit. Der kann sich durch allem. Also, nein, kann er nicht, aber. Ja, ja. Schau dir das mal an. Der Kopf passt durch. Das wird schon irgendwie gehen, bestimmt. Mit bisschen Anlauf. So, auf welcher Seite gehen wir raus oder müssen wir noch weiter nach oben? Jetzt würde ich dir das so einfach verraten. Ich hab jetzt auch die letzte Stunde ohne dich geschafft. Das ist richtig. Mit viel Ach und Krach. Ja. Tipp immer X. Nee. Mit dem Mega-Rage-Anfall meines
Er sitzt auf mir drauf. Hilfe. Wo bin ich? Jetzt scheißt er da runter. Alter, dieser Kameramann ist wirklich das Schlimmste. Wenn der nicht arbeitslos ist, sind wir alle drei richtig beleidigt. Steh mal bitte auf, Türko. Danke. Ich war wirklich... ich hing wirklich an seinem... Neben seinen... Genitalien. Ich hing wirklich an seinem Po. An seinem Po. Das wollte ich sagen und nichts anderes. Nach oben! Es ist affenkalt hier. Können wir doch mal über die Heizung hochschrauben? Ich habe keine Heizung. Wo gehst du hin? Können wir den Kamin anfeuern? Ich habe keinen Kamin. Können wir die Bodenheizung anmachen? Ich habe keine Bodenheizung. Können wir Olli anbrennen? Ja! Ich würde mal alles, was wir dazu. What? Irgendwas stimmt hier gerade gewaltig nicht. Ich habe das Spiel kaputt gemacht. Ja, nur an dieser Kamera. Boah, die Kamera wirklich. Also. Oh. Kann sein, dass das Fenster offen ist? Nee, das Fenster ist nicht offen. Das ist krass. Du bist krass. Ich will eigentlich nur nach oben, aber es geht anscheinend nicht nach oben, weil dann Tyrico. Bist du schon durch alle Ausgänge durchgeflucht? Ich meine schon. Wenn nicht, gucke ich nochmal. Also hier war der. Weil es hat das ja jetzt noch nicht den Sinn gehabt, dass du jetzt nicht da hochgefallen hast. Und da wieder weiter zu gehen, runter zu gehen? Nee. War ich da schon draußen? Also hier ist auf jeden Fall nichts. Ich könnte da weiter. Oder rutsche ich da runter, wenn ich da drauf gehe? Hier geht überall Lärm hin. Cool. Vergiss dein Haustier nicht. Ja, ja, das kommt schon nach. Also, so am Anfang, wo ist er? Was ich aber mag bei diesem Spiel, ist, dass es wirklich Wert drauf legt, wie es die Sachen anzeigt. In so vielen Spielen hast du Gitterstäbe, wo die Figuren dreimal durchpassen und wenigstens haben sie es da angezeigt, dass du echt denkst, ja gut, da passt er wahrscheinlich tatsächlich nicht gut durch. Ja, jetzt bin ich halt hier außen, das bringt mir aber auch nicht viel. Wie gesagt, vergiss dein Haustier nicht. Wo ist mein Haustier? Hast du dir schon mal die Mauer angeschaut? Nicht die Mauer, die Mauer. Ah! Mhm. Durch alles eingrenzen. Voll heftig, ne? Hast du mal daran gezoomt? Kann man zoomen? Nee, ich glaube nicht, aber siehst du überall diese kleinen, wie Pfeile oder Pfosten, die da oben sitzen, diese ganz kleinen? Ja. Ich glaube, das könnten andere Trikots sein. Ich dachte mir nämlich schon wirklich, man sieht die auch irgendwo mal ein bisschen näher. Ich dachte mir nämlich, dass das andere nicht wissen. Ich finde das voll schön. Ja. Also, schöne Detailliebe. Warum bin ich jetzt hier vor dem verschlossenen Tor? Ich kann hier nichts machen. Er sitzt da, als soll er gleich eine dicke, fette Wurst abnehmen. Aber da könnte man vielleicht hoch. Vielleicht klappt das ja. Füße, wer mal so ein bisschen braucht und ein bisschen. Oh, bitte knall da nicht runter. Da ist eine Höhle. Was ist los? Der hat keinen Bock auf Höhle. Ich habe aber Bock auf Höhle. Was auch immer du machst. Hör auf. Nein! Oh. Und ich habe nicht mal gesagt, drück X. Ich wollte auch kein X drücken. Ich wollte eigentlich nur den Befehl abbrechen, was auch immer er gerade vorhatte. Bitte lass uns wieder auf dem... Ja, sehr schön. Und auf einmal hat er Bock auf Höhle. Ja. Du denkst, siehst du, ja gut, wenn du solche Maßnahmen ergreifst, dann muss wohl sein. Oh, das ist ein Fass. Oh, was haben wir denn da? Ein Fass ohne komplette Komplikation. Ja, endlich. Hallo. Denn das Waging kann ich mir nicht nochmal geben.
Entschuldigung. Ich freue mich schon, mir das anzusehen. Mit Bild diesmal. Ich hab's nicht aufgenommen. Ja, hat sie nicht aufgenommen. Weil ich wirklich eine halbe Stunde dafür gebraucht habe. Ja. Also den Anfang habe ich aufgenommen, aber das ist nicht so krass. Dann hat die Aufnahme beendet und dann meinte, jetzt nicht mehr. Hättet ihr doch nicht aus meinem Schmerzenslimbo mal kurz gerissen und gemeint, Mona, was, wo geht's jetzt eigentlich hin? Nein, das war so ein Rätsel, wie man an das Futter rankommt. Was war das genau? Da waren so zwei Fässer und ich musste das Fass, zu zwei Kisten und ich musste das Fass auf die zwei Kisten werfen und dann durch so einen Gitterstab. Total beknackt, wer denkt sich sowas aus? Aber du musst sagen, der Rage kam nur, weil du dich nicht drehen konntest. Ja. Nein, ich meine nicht das Vieh, ich meine einfach der Junge, der kann sich mit einem Fass in der Hand so, der tut sich wie so ein Wopper drehen. Und dann konntest du vom Boden aus das einfach hochwerfen. Ja. Ich finde es eigentlich ganz seltsam, das ist für diese Wächter irgendwie gebaut, aber teilweise hast du eigentlich vor allem Passagen, durch die er eigentlich ohne Hilfe gar nicht durchkommt. Sie wurden echt für die gebaut? Ja, ich habe keine Ahnung, aber ich frage mich echt, was das alles sind. Sind das einfach Hinterlassenschaften von anderen Mönchen? Die halt jetzt das wurde irgendwie daneben? Noch nicht so ganz aufgeklärt. Wird das noch aufgeklärt? Nee, okay, stimmt. Das weiß ich leider nicht. Also das kann man... Das fände ich tatsächlich echt interessant. Warum will der nicht da hoch? Ist das Ende eher so, dass man denkt, da kommt noch was, oder? Na, im zweiten oder dritten Teil? Also ich finde, ich bin kein Fan eigentlich von Spielen, die ewig fortgeführt werden. Oh Mann! Komm, du sollst da hoch! Ich finde, das Spiel für sich sollte in Einsicht bleiben. Da! Hoch! Ja, guck, genau, da! Nein, warum guckt der weg? Wie dein eines Horn einfach dünner ist als das andere, das wäre niedlich. Du sollst! Ja, weil ist der da hoch! Oder halt nicht so. Nee, eins der beiden soll. Noch. Jetzt endlich hat er's. Na, Halleluja. Ich glaube, da werde ich auf jeden Fall mal im Internet nachlesen, was die sich so gedacht haben bei dem Ganzen. Also ich habe tatsächlich, ich habe früher oft was mit Komplettlösung gemacht und ich habe jetzt aber schon seit Jahren nichts mehr gemacht, aber tatsächlich, weil eben Tricor einfach so krass stur ist und einfach so schwer ist eben zu bewegen und man weiß halt einfach nicht, ist es jetzt richtig? Ich gehe jetzt schwimmen. Und rennen ist einfach nur nicht oder ist das nicht der richtige Weg? Jetzt muss ich tatsächlich tauchen. Ich wusste, der Moment kommt und ich hasse Wasser in Spielen. Ja, das ist echt scheiße. Ich habe so eine kleine Phobie. Also ich fühle mich auch nicht sonderlich wohl, im echten Meer zu schwimmen. Ja, Dito. Ist hier irgendwo Futter? Gib mir Futter. Was richtig eklig ist, weiß nicht, ob du schon mal im Meer schwimmen warst oder ihr. Ja. Aber ab irgendeiner Stelle, wenn man taucht, wird es einfach so affenkalt. Und dann krieg ich immer richtig Panik einfach. Ich krieg schon Panik, wenn ich den Boden nicht mehr spüre. Ist das so richtig, wenn man schreibt, also exklusiv für die PlayStation 4 entwickeltes Computerspiel? Naja, ja, wenn du einen unbestimmten Artikel davor setzt. Ein exklusives. Ja, aber es geht nicht um die Grammatik, sondern ich glaube um Computerspiel, wenn es für PlayStation ist. Ich glaube, das hat er gerade gemeint. Ach so, ja, gut. Videospiel ist halt eigentlich ein bisschen allgemeiner gefasst. Ja. Okay, wie lang hält der aus? Das schaffe ich niemals bis nach ganz nach unten. Das schaffe ich niemals. Schaffst du es wieder bis ganz nach unten? Hä, ich bin gar nicht weit nach... Der ist gar nicht weit geschwommen. Will ich mir das ein? Übrigens, doch. Wenn er so hoch schwimmt, hat er schon Luftknappheit. So. Ich bin mir angekommen, dass so bestimmt 15 Sekunden tauchen. Lass mich erstmal alles angucken. Hier komme ich nicht weit. Hallo, du sollst unten bleiben. Erstmal alles angucken. Ich muss, glaube ich, echt nach unten, oder? Aber so schnell kann er doch nicht so weit runterschwimmen.